Hallo ihr Lieben, ich bin jetzt gerade auf einem kleinen Sonntagstrip. Oh, wir sind gerade eine halbe Stunde Motorrad gefahren. Deshalb bin ich so ein bisschen durch. Ich kann das nicht so lange, weil dann immer mein Rücken wehtut und so. Aber ich wollte euch das mal zeigen. Wir sind jetzt gerade in den Wisdomfields, heißt das. Ich war noch selber noch gar nicht hier. Ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch, wie das so aussieht. Und muss euch leider sagen, dass heute kein... Oh mein Gott, ich bin so kaputt. Ist nämlich richtig warm. Dass heute kein spezielles Multiple-Sonntage-Video rauskommt, weil ich habe die letzten zwei Wochen krank. Beziehungsweise hat mir irgendwie so ein Virus eingefangen, keine Ahnung. Ich hatte richtig Sodbrennen die ganze Zeit. Mir war die ganze Zeit schlecht. Die Natur sieht auch schön aus. Ja, mir war halt die ganze Zeit schlecht und ich konnte mich nicht so wirklich konzentrieren. Deshalb habe ich meistens zu Hause gelegen und die letzten zwei, drei Tage oder so dann mich raus in den Garten gelegt. Weil ich dachte, vielleicht brauche ich einfach mal wieder ein bisschen Vitamin D, weil ich halt die ganze Zeit im Haus drin war, ne? Und im Schatten. Irgendwas fehlt. Sonne. Und jetzt geht es mir auch wieder besser. Aber ja, es ist irgendwie komisch, weil manchmal habe ich das einfach, dass es wie so ein Virus ist und dann geht es mir richtig schlecht Magen her. Und ich habe ja schon mal ein Video darüber gemacht, über Magen-Darm-Sachen und auch Pipi und so, regarding to MS. Also vom Einfluss der MS halt auch. Und deshalb würde ich ganz gerne von euch wissen, habt ihr das Gefühl, dass die MS euren Magen-Darm-Trakt beeinflusst und wenn ja, wie? Also wie wirkt sich das bei euch aus? Wenn ihr nicht darüber öffentlich sprechen wollt in den Kommentaren unter diesem Video, dann könnt ihr mir natürlich gerne bei Instagram eine Privatnachricht schicken, so heiße ich bei Instagram. Oder mir eine E-Mail schreiben oder auch gerne eine Nachricht über meine Facebook-Page schreiben. Alle Links findet ihr unten in der Infobox dazu. Und ja, ich finde es schön, wenn wir darüber reden, weil ich finde nicht, dass es, klar, es ist irgendwie privat, aber es ist nichts, was, wofür man sich schämen muss oder was ein Tabuthema sein soll, weil diese Vorgänge im Körper sind einfach natürlich und zu einem Sinn da. Und genauso hasse ich das auch, wenn man sagt, ja, Frauen, die pupsen ja Rosenblätter und die müssen nie irgendwie kacken oder so. Bullshit, das gehört einfach zum Leben dazu. Es ist ein ganz natürlicher Vorgang. Man muss es ja nicht in allen Formen und Farben immer beschreiben, aber meine Güte, enttabuisiert das doch bitte. Das wäre total schön. Jetzt brauche ich erstmal was zu trinken. Ich bin richtig ausgedurst. Nach dem 30 Minuten Drive auf dem Highway bei der Wärme. Also ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Ich freue mich schon auf den Austausch mit euch in den Kommentaren. Mittwoch kommt dann wieder ein neuer Vlog online und ich habe nicht vergessen, das Fuck You MS und das Danke MS Video zu machen. Das wird noch dieses Jahr rauskommen, aber ich habe noch nicht so die zündende Idee, wie es wirklich aussehen möchte, so dass ich damit zufrieden bin. Ich denke aber eigentlich jeden Tag darüber nach und ich habe das Gefühl, ich habe es bald raus und dann werdet ihr es sehen. So, jetzt aber wieder genug geredet. Ich wünsche euch jetzt noch einen richtig schönen Tag. Vergesst nicht zu abonnieren, dann seht ihr mehr von mir und meinen gesundheitlichen Aspekten und von Thailand. Bis bald. Bis Mittwoch.